Heute lassen wir den mächtigsten Mann der Welt gegen unsere Angie antreten. Ein Duell der Giganten und wir sind gespannt, wer sich den Titel holt. Wie lange im Amt? Unsere Kanzlerin leitet die Geschicke der BRD nun seit mittlerweile 13 Jahren. Sollte sie die folgende Legislaturperiode komplett durchhalten, würde sie mit 16 Jahren an der Spitze mit Helmut Kohl gleichziehen. Das wäre dann doppelt so viel, wie ein US-Präsident überhaupt im Amt bleiben darf, und Mr. Trump darf sich ja auch seit gut einem Jahr überhaupt erst Mr. President nennen. Wenn die beiden aufeinandertreffen, kann sich Donald durchaus ein paar Tipps bei unserer Kanzlerin abholen. Sie ist schon deutlich länger im Amt. Erste Kategorie, erste Punkte, Trump 0, Merkel 1. Politische Karriere davor. Nun gibt es auch eine politische Karriere, bevor man Präsident oder Kanzler wird. Also meistens. Denn beim Herausforderer aus den USA ist dies nicht der Fall. Er ist der erste US-Präsident in der Geschichte, der zuvor nie in seinem Leben ein Amt in der Politik oder beim Militär innehatte, und das war auch ein Grund, warum die Menschen ihn wählten. Er konnte von sich das Image eines Rebellen aufbauen, der frischen Wind in die Politik bringt. Als die Kanzlerin 2005 vereidigt wurde, konnte sie hingegen 15 Jahre in der Politik, davon einige als Ministerin, vorweisen. Vorteil für Deutschland, Trump 0, Merkel 2. Karriere davor. Nach der politischen Karriere schauen wir uns nun die im richtigen Leben an. Donald Trump war schon lange, bevor er zum mächtigsten Mann der Welt wurde, einer der bekanntesten Menschen in den USA. Er schaffte es, aus seinem Hauptquartier in New York heraus ein Immobilienimperium aufzubauen. Er investierte in Häuser, Grundstücke und hatte zahllose Investments, die ihn zu einer der schillerndsten Persönlichkeiten in der Geschichte der USA machten. Und was hat Angie gemacht, bevor sie sich in der CDU hocharbeitete? Sie war Doktorin der Physik in Ost-Berlin. Das ist zwar ehrenwert, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig. Der Punkt geht also an Trump. Trump 1, Merkel 2. Lieblingsessen. Angela Merkel mag gerne deutsche Gerichte. Der Ostsee-Zeitung verriet sie, dass bei ihr vor allem Rinderrouladen oder gebratener Fisch auf den Tisch kommen würden. Auch soll sie schon mal von Linsensuppe und Königsberger Klopsen geschwärmt haben. Donald Trump ist nicht so um Privatsphäre bemüht, wenn es um seine Lieblingsessen geht. Es gibt sogar Ratgeber, die die Rezepte zum Nachkochen ins Internet stellen. Darunter solche Leckerbissen wie Ribeye Steak, Hackbraten-Sandwich und Vanille-Kirsch-Eiscreme. Wir sabbern ein bisschen auf unsere Laptops, bestellen uns Essen und geben die Punkte an den Amerikaner. Trump 2, Merkel 2. Schulabschluss. Wie bereits gesagt, hat unsere Bundes-Angie es zu Doktorwürden gebracht. Das ist schon ziemlich bemerkenswert. Noch besser ist nur, dass ihr bis heute auch genaueste Analysen des Geschriebenen kein Plagiat nachweisen konnten. Donald Trump hingegen hat zwar studiert, es aber nach dem Bachelor-Diplom vorgezogen, in die Immobilienbranche abzutauchen. Den zweifelsohne höheren Abschluss hat also die deutsche Kanzlerin, auch wenn Trump viel, viel mehr Geld gemacht hat. Und somit geht sie auch wieder in Führung. Trump 2, Merkel 3. Gehalt. Angela Merkel verdient laut verschiedener Quellen ca. 310.000 Euro im Jahr. Das ist etwas weniger, als Donald Trump ausgezahlt bekommt. Der kleine Unterschied ist jedoch, dass er unvorstellbar reich ist und die paar hunderttausend Dollar wirklich nicht mehr nötig hat. So fällt es ihm auch leicht, diese Summe regelmäßig an seine Kampagnen zu spenden. Angela Merkel hingegen behält die Kohle, um ihrem Mann jeden Sonntag langweiliges Essen kochen zu können. Naja, wer will es ihr übel nehmen? Trotzdem gehen diese Punkte nun auch wieder auf die andere Seite des großen Teichs. Trump 3, Merkel 3. Twitter-Follower. Ihr habt es vielleicht geahnt, aber auch hier lässt unser Donald die Angie hinter sich. Dieses Mal ist es allerdings ziemlich knapp. Während 45 Millionen Accounts Donald Trump folgen, sind es bei der CDU-Vorsitzenden nicht ganz 25.000. Okay, das ist nicht gerade knapp, zugegeben. Dafür hat sich noch nie irgendjemand darüber aufgeregt, was unsere Kanzlerin so twittert, oder? Und auch ein Vertipper wie bei Trumps legendärem Koffewe wird ihr wohl niemals passieren. Trotzdem geht natürlich auch diese Runde ganz klar an den mächtigsten Mann der Welt. Trump 4, Merkel 3. Regierungsstil. Merkels Regierungsstil dürfte über mehr als ein Jahrzehnt von den meisten Menschen als unauffällig bezeichnet worden sein. Merkel versuchte nirgends anzuecken, schaffte es klug, sich Verbündete in beiden Parteiflügeln zu sichern und hielt sogar die immer wieder nach rechts driftende CSU bei der Stange. Dann kam irgendwann die Flüchtlingskrise und sie fing an zu polarisieren. Man war entweder für ihren Kurs der Grenzöffnung oder dagegen. Anders ist es bei Trump. Man liebte oder hasste ihn vom ersten Moment, in dem er sich anfing, politisch zu engagieren. Er spaltete das Land wie kaum ein anderer Mensch das jemals zuvor geschafft hat, und vor allem scheint ihm auch nicht viel daran gelegen zu haben, die Hälften wieder miteinander zu versöhnen.
Wir mögen versöhnen, aber lieber als spalten und somit geht der Punkt nach Berlin. 4-4, Trump gegen Merkel. Das erste Treffen. Beim ersten Treffen der beiden im März 2017 hatte es bereits eine Vorgeschichte zwischen den beiden gegeben. Trump hatte Merkel des Öfteren auf Twitter angegriffen. Er behauptete, sie habe ihr Land nicht im Griff. Nach dem Treffen gelangten Informationen an die Öffentlichkeit, Trump habe schockierende Wissenslücken gehabt. So wollte er ein Handelsabkommen mit Deutschland aushandeln, obwohl dies laut EU-Richtlinien gar nicht möglich ist. Nach dem Treffen verweigerte er einen Handschlag und sah aus wie ein beleidigter Schuljunge. Vielen US-Amerikanern war dieses sehr unpräsidiale Verhalten peinlich. Und somit geht auch dieser Punkt an unsere Kanzlerin. Trump 4, Merkel 5. Das Alter. Unsere Kanzlerin kann auf über 2 Jahrzehnte in der Politik zurückblicken. Eine Zeit, in der Trump damit beschäftigt war, sehr viel Geld zu verdienen. Sie ist also eindeutig diejenige mit mehr Erfahrung auf dem internationalen Parkett. Aber wie alt sind die beiden eigentlich? Angela Merkel ist 63 Jahre alt. Sie wurde mit gerade mal 50 zur Kanzlerin. Trump hingegen ist der bei Amtsantritt älteste Präsident gewesen und wenn er eine zweite Amtszeit dranhängen sollte, wäre er auch der allerälteste Präsident in der Geschichte der USA. Schon heute ist er stolze 71 Jahre alt. Da Angie also quasi ein Jungspund im Vergleich zu Donald ist, soll sie auch den Punkt bekommen. 6-4 für Angie. Die Beliebtheit im Volk. Sowohl Trump als auch Merkel wirken polarisierend auf die Menschen in ihrem Land. Könnte man den Kanzler direkt wählen, würden allerdings laut einer aktuellen Umfrage immerhin noch 47% der Deutschen ihr die Stimme geben. In den USA wird die Frage etwas anders gestellt. Dort wird in Umfragen ermittelt, wie zufrieden die Wählerinnen und Wähler mit ihrem Präsidenten sind. Trump kommt hierbei auf historisch miserable 39%. Ursprünglich wählte ihn die Arbeiterklasse, doch seine Steuererhöhungen hatten für diese katastrophale Folgen. Auch bei Frauen, Schwarzen und Latinos ist er unglaublich unbeliebt. Nur bei weißen Männern mittleren Alters ist seine Gunst ungebrochen. Das ist ein Punkt für Merkel und damit haben wir auch ein Endergebnis. 7-4 für Merkel gegen Trump. Somit ist unsere Kanzlerin die Siegerin dieses Duells, Gott sei Dank, denn sonst würden wir wahrscheinlich Ärger mit der Regierung bekommen. Wen würdet ihr gewinnen lassen? Verratet es uns in den Comments.